Moin moin und hallo, mein Name ist Hoover und ich begrüße euch recht herzlich zum vierten Teil von The Valley, einem Mudrunner Let's Play. Ja, wir sind wieder im Tal und waren so weit gekommen, dass wir mit dem 535 hier mal schauen wollten. Die Werkstatt liegt da vorne, da wollen wir eben erstmal einmal kurz hinfahren. Und mal gucken, wie wir den ausrüsten können, denn ich hatte es im letzten Let's Play schon gesagt, in der letzten Folge, ich habe hier ein bisschen rumgemoddet und angeblich kann jetzt auch der 535 und auch der 537 8 Beladungspunkte Holz mitnehmen. Das werde ich jetzt erstmal testen, ob das der Wahrheit entspricht. Und dafür platziere ich unseren Kollegen hier jetzt mal an der Werkstatt und wir gucken uns das mal etwas genauer an. So, dann wollen wir noch mal gucken. Was kann der? Also, wir haben einen kurzen Holzanhänger, der kann 3 Punkte, Ladefläche ist nicht verfügbar, weil was fehlt? Weil wir die Sattelkupplung installiert haben. Die machen wir mal ab. Ladefläche kann 3. Mehrzweckanhänger. Tankanhänger. Holzauflieger. Aha. Mittellange Stämme. 4 Punkte. Ja. Aber das funktioniert ja dann eigentlich nur im Zusammenhang mit dem... Mit dem, genau. Und dann kann man ja keinen weiteren Anhänger mehr ranhauen. Also ist das ja Quatsch. Den nehmen wir mal wieder weg. Holzauflieger. Dann bleibt das wohl ein Gerücht, dass das funktionieren soll. Mittlerer Holzanhänger, der kann 4 Punkte. So könnte ich auch 4 Punkte, aber nur mit dem, mit der Ladefläche. 3 Punkte, Holzauflieger. Mittlerer Holzanhänger. Ja, nee, geht nicht. Geht nicht. Düdel, düdel, düd. Na schön, dann ist das wohl so. Das ärgert mich jetzt doch ein bisschen. Dann... Tja, ist so. Geht nicht. Das ist natürlich schade. Ich werde mal auf die Map gucken. Also, wir müssen auf jeden Fall hier unten zur Stammausgabe. Und wir müssen bedienen 2 Sägewerke. Und zwar... Ach, hier unten haben wir auch noch eine Stammausgabe. Ein... Ach nee, hier sind die beiden Sägewerke. Okay, das heißt, man könnte entweder von hier auskommen oder von hier auskommen. Okay. Ja, ich würde sagen, wir bereiten das mal insofern vor, dass wir mit dem 7429 zumindest eine komplette Ladung mitnehmen. Das heißt, der müsste ja eigentlich... Gucken wir mal hier, die Sattelkupplung machen wir mal weg. Und wir machen ran... So, der Holzauflieger ist nicht verfügbar, weil ich das Reparaturset dran habe. Das nehmen wir mal weg. Dann haben wir den Holzauflieger. Der kann 4 Punkte transportieren.
Und wir haben den mittleren Holzanhänger. Zack. So, und die Konfiguration, die hätte ich eigentlich auch gerne. Das nennt sich hier Holzauflieger. Okay. Ich gucke eben nochmal ganz kurz bei dem anderen Truck. Aber ich meine, das ist tatsächlich der Fall, dass wir das nicht können. Wird benötigt, um mittlere Holzanhänger zu montieren. Und wenn ich den habe und habe dann den kurzen, nee, und habe dann den, ja, das geht nicht. Man kann ja an den nicht noch einen ranhängen. Nee, nee, geht alles nicht. Also vergessen wir das Ganze. Na, komm, ich möchte eigentlich hier hin und den Truck wechseln. So, der hat 609 von 800 Litern. Und auf dem Weg hier runter zur Stammausgabe ist in der Nähe nochmal eine Tankstelle. Zur Not muss ich einfach da nochmal irgendwo tanken. Gut, wir fahren mit dem jetzt mal los, damit hier in dieser Folge auch nochmal irgendwas passiert. Und ich setze mir hier mal so ein paar Wegpunkte. Zack. Dann hier hin. Und hier hin und dann irgendwie hier rüber. Wollen wir mal schauen, wie das so läuft. Also, los geht's. Muss hier eigentlich den Weg durch, wo mir der im Weg steht, aber gucken mal, ob wir irgendwie uns an dem vorbeimogeln können. Sonst kann ich eventuell auch... Ich kann auch den rechten Weg hier langfahren. Dann machen wir einfach mal hier die... Die machen wir einfach mal weg und wir fahren einfach mal los. So, gleich mal in den Plus 1. Sehr schön. Na, da kommen wir doch gut voran. Differential machen wir gerne aus. Nehmen wir aber auch gerne wieder rein zwischendurch. So, und jetzt kommen, glaube ich, die beiden Wege hier zusammen und wir müssen einfach uns rechts halten. Ja. Sehr schön. Und wahrscheinlich hier rechts. Mal gucken. Oh ja, da sind wir ja schon gleich da. Nochmal in den Plus 1. So, da drüben auf der anderen Seite möchte ich ja möglichst schnell wieder auf einen Weg kommen. Das heißt, wir fahren mal hier lang und dann irgendwie möglichst dahin. Sprich hier links ein Stückchen. Und dann so geradeaus rüber. Da, ach, da sieht man ja auch die Pfütze da auf der gegenüberliegenden Seite. Müssen wir nur gucken, dass wir hier vernünftig irgendwie über die Furt kommen. Das sieht jetzt nicht allzu unschaffbar aus. Da sieht es vielleicht noch ein bisschen flacher aus. Wir probieren einfach mal unser Glück. Guck hier vorsichtshalber nochmal rauf, aber ja. Na, das ist hier ja gar nichts. Da kommen wir ja ganz locker durch. Und dann sind wir hier drüben auch gleich wieder auf dem Weg.
Hier drüben war, glaube ich, der letzte Beobachtungspunkt, den wir freigeschaltet haben mit dem Jeep. Der müsste ja eigentlich auch irgendwo in der Gegend rumstehen. Ja, der steht da direkt vor uns. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier rechts lang und kommen direkt zur Stammausgabe. Plus 1 gehen. So, dann hätten wir den nämlich schon mal an Ort und Stelle, wo wir ihn haben möchten. Ah, ist das schön, dass der einfach alles nur zermalmt. Hier sind wirklich so wahnsinnig viele Hölzer auf dieser Karte. Das ist wirklich unglaublich. Okay, den stellen wir jetzt auch einfach erstmal hier ab. Und dann holen wir uns den einzigen Truck hierher, der einen Kran hat. Und das ist hier drüben der 6317. Der müsste eigentlich vollgetankt sein, jawohl. Und wenn ich das richtig gesehen habe oder einschätze, dann vorne sind das wahrscheinlich 3 und hinten 4 Punkte, was der kann. Kann man das eigentlich sehen, wenn man da mit der Maus drüber fährt? Ne, kann transportieren Kurzholz. Ja, okay, das gilt dann wahrscheinlich für den vorderen Teil des Trucks. Kurzholz 3 Punkte und die mittleren 4 sind 7. Also genau einer zu wenig. Ja, shit happens, egal. Mit dem fahren wir jetzt mal auf dem kürzesten Weg. Und ich glaube, das war tatsächlich in dem Let's Play, was ich gesehen habe, so ziemlich der schwierigste Übergang an dieser Stelle, weil das da irgendwie so ziemlich steinig war. Gucken mal. Ja. Wir versuchen einfach mal irgendwie hier so rüber zu stoßen. Gut. Erste Gang rein. Handbremse raus. Motor an. Allrad rein. An der Tankstelle müssen wir nicht mehr vorbei. Dann können wir hier direkt rechts um und los geht's. Ja, ich glaube, dieser 6317 ist auch neu in dem DLC. Und ja, gefällt mir gut. Ist jetzt nicht ganz so monströs wie der 7429. Und ist auch ein bisschen langsam unterwegs. Aber wir gucken mal, was er so im Plus 1 machen kann, der Gute. Auch noch mal aus der Inboard mal rein. Ja, aber 7 Punkte zu transportieren ist ja auch nicht so schlecht. Und das ist hier ja auch kein Level Long Ridge oder eine Custom Map, wo unfassbar viele Probleme auftreten. Na, komme ich im Plus 1 rum? Nein. Das heißt, selbst wenn man nochmal eine zusätzliche Tour machen muss, dann dürfte das nicht ganz so schwierig werden. In dem Let's Play, was ich zu dem The Valley gesehen habe, hatte der Kollege tatsächlich massive Probleme, hier in der Mitte der Furt überzusetzen. Und zwar mit dem 7429. Da war ich dann doch etwas verwundert. Mal gucken, wie das jetzt hier bei uns der Fall sein wird. Ja, plus 1 ist hier vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Ein bisschen langsamer hier durch. So, soweit ist es jetzt nicht mehr. Ja, fährt sich aber schön. Er fährt sich schön ruhig. Man muss auch nicht ganz so vorausschauend lenken wie beim 7429.
Ach ja, ich erinnere mich, hier waren wir mit dem kleinen Jeep mal unterwegs. Jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Ja. Keine großen Probleme. Mal Differential nochmal rein hier. Und mit den Hölzern hat er jetzt auch nicht so massive Probleme. Natürlich ist er nicht ganz so ein Panzer wie der 7429. So, Differential erstmal wieder raus. Und ja, hier ist es jetzt ziemlich schlammig. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier auch so eine Probleme bekomme. So, wo will ich denn übersetzen? Ja, im Prinzip genau hier. Die Tiefe dürfte jetzt nicht so das Problem sein von der Furt. Und hier ist die Furt ja auch nur 2-3 Meter breit. 4-5 Meter breit. Na, schauen wir mal. Also, los geht's. Ja. Alles kein Problem. Wunderbar. So, dann schauen wir nochmal auf die Map. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch dem Weg folgen. Zack, zack. Wir fahren vielleicht ruhig hier an der Tankstelle rein. Und dann fahren wir da dann hoch zur Stammausgabe. So, mal gucken, ob wir in den Plus 1 kommen. Jawohl. Ja, das läuft doch. Also bis auf meinen einen Dreher mit dem 969 gab es hier noch keine größeren Probleme. Da bin ich anderes gewohnt von den Custom Maps. So, hier haben wir, glaube ich, auch eine Stammausgabe, ne? Ja. Aber da wollen wir jetzt nicht hin. Wir wollen zur anderen Stammausgabe. So, wollen wir hier einen Zwischenstopp an der Tankstelle machen? Schaden kann das ja eigentlich nicht. Nochmal eben kurz auf die Map schauen. Ja, ich fahre mal... Ich fahre da mal von der anderen Seite aus ran. Dann muss ich da nicht irgendeine Aktion mit Wenden und so weiter machen. Ihr wisst ja, wie gerne ich mit Anhänger wende. So, da hinten sind wir, glaube ich, gestartet hier auf dieser Map. Sehr schön. Und jetzt hier links rum. So, nochmal in den Plus 1. Kann nicht schaden, bevor es bergauf geht. Ja, aber der kann auch ein bisschen was hier. Bin positiv überrascht von dem. Macht er gut. So, und jetzt ist die Frage...
Moment. Mal kurz auf die Map. Ich meine, wir müssen hier links, genau, und dann kommen wir da drüben auf den Weg. Da hinten sehen wir den 969. Ja, hier, an dem muss ich mich jetzt so ein bisschen vorbeimogeln hier. Ups. Ja, mal gucken, ob ich hier vernünftig durchkomme. Aber das sieht doch ganz gut aus. So, und dann sind wir doch schon da. Das Doofe ist ja, wenn wir den hier oder wenn wir den anderen vollladen und den hier vollladen, dann fehlt uns genau ein Punkt. Dann müsste man mit dem nochmal hin und zurückfahren. Das ist ja irgendwie auch total bekloppt. Na gut, also. Den stellen wir jetzt auf jeden Fall hier erstmal schön nah ran. So würde ich sagen. Und dann wollen wir mal gucken, ob das vielleicht noch ein Stückchen weiter vor. So. Und dann gucken wir mal. Stützen ausrichten. Stützen forcieren. Kran. So, wir müssen mittellange Stämme nehmen und ich versuche mal gleich zwei zu nehmen. Zack. Oh. Naja, so richtig. Das habe ich mir gedacht. Egal. Kommen wir bis da hinten hin? Sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ups. Ein bisschen hoch. So, runter, runter. Bisschen gerade drehen. Und ich lasse einfach mal fallen hier. Und dann versuchen wir es jetzt nochmal mit zwei Stämmen. Und dann werde ich mir ein bisschen mehr Mühe geben beim Ausrichten. So. Runter, 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 runter. Ne, ein bisschen hoch, ein bisschen mehr ran. So, und die jetzt nochmal versuchen, beide zu greifen. Ah, sieht schon mal ein bisschen besser aus als eben. Bisschen höher diesmal rüber gehen, dass ich nicht gegenkomme. Na, nicht in die Richtung, in die möchte ich. Noch ein Stück. Und dann mal nach vorne. Bisschen höher. Na, wieso komme ich nicht hoch? Jetzt geht's wieder, aber ich will eigentlich loslassen. So. Und wir gehen nochmal auf Kran und ich sage zack. Und dann gucken wir mal, ob das geklappt hat, indem wir den Truck wechseln. Motor anlassen. Moment. So, bereit zum Beladen? Jawohl, da sind doch schon mal 4 Punkte drauf. Das ist doch schon mal die halbe Miete. Und dann machen wir das Gleiche nochmal. Nämlich wieder. Achso, nochmal eben gucken. Ich glaube, ich fahre ruhig nochmal ein Stückchen vor mit dem. Handbremse lösen, erste Gang rein. Und ein bisschen vorfahren. Mal gucken. Wie weit muss ich da fahren? Nicht allzu weit.
Ja, ein Stückchen kann ich noch. So. Handbremse an. Truck wechseln auf den 6317. Und wir starten nochmal den Kran. Und gucken, dass wir wieder zwei mittellange Stämme auf einmal mitbekommen. So, runter, öffnen, bisschen drehen, runter, 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 ja, ein bisschen weiter ran vielleicht, ein bisschen weiter zu mir. So. Und, haben wir beide? Oder haben wir nur einen? Ah, das ist immer... Ich mach nochmal auf. Nochmal runter. Nochmal zu. Ja, ich glaube, so ist besser. Ein bisschen höher. Und dann müssen wir natürlich relativ weit rüber diesmal. Uah. Mal gucken, dass wir die richtig drehen. Ein bisschen weiter vor. Ich glaube, so sieht das gar nicht so schlecht aus, oder? Ich glaube, da liegen sie gut. Okay, jetzt noch einen. So, den noch. Und runter. Ja, ein bisschen weiter vor. Ein bisschen hoch. Und her damit. So. Dann vor. Ein bisschen drehen wieder. Bisschen rüber noch und runter. Na, ein bisschen vor. Ah, Moment, das war nicht so gut. Bisschen vor und dann runter. Ne, ich glaube, der ist ein bisschen schief, ne? Ja, aber so ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich lass mal los. Und wir gucken mal, ob das funktioniert hat oder nicht. Na, so. Motor muss ich erst wieder starten. Achso, Moment. Einmal nach hinten schalten und jetzt nochmal gucken. Jawohl. Na, das hat doch wunderbar geklappt. Damit hätten wir den 7429... Genau. Ein Freudenhupen. Damit hätten wir den 7429 auf jeden Fall einmal komplett beladen mit 8 Punkten und das wäre dann schon mal ein Sägewerk. Wir sind auch bei knapp einer halben Stunde Übertragungszeit und deswegen würde ich mal sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle und dann können wir in der nächsten Folge sicherlich unser erstes Sägewerk beliefern und ich glaube, den 535, den würde ich einfach nochmal mit so einer mit 3 Beladungspunkten Holz, also mit dem kurzen Holzauflieger hierher schicken und der kann dann schon mal vorfahren und dann erledigt der 6317 dann den Rest. Dann ist das alles relativ absehbar, was hier noch passiert und ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass ich so problemlos durchkomme, aber ist ja eigentlich auch mal ganz schön. Gut. Ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen Spaß gemacht und würde mich freuen, ihr seid demnächst wieder dabei. Ich wünsche euch auf jeden Fall bis dahin alles Gute und sage Tschüss.